gelbe Flagge und dann 457 Meter Vollgas, alles was geht. Beim Royal Race haben wir an der Hinterachse 365 Stundenkilometer gehabt. Hast du deinen Schirm schon mal gebraucht? Ja. Dadurch hat sich das Silver Bullet ja auch so auf den Races eigentlich einen Namen gemacht. Ne? Ich habe jetzt gerade eben gesehen, der Danny Wimmer hat sich schon eingereiht mit dem Zweiergolf. Ich bin gespannt, was da passiert. Und ja, wahrscheinlich werden wir das Auto nochmal rausholen müssen. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Neu-Hardenberg vom Race 1000. Heute ist Sonntag, wir haben schönes Wetter. Gestern war Samstag mit etwas mehr Wetterkapriolen, aber haben gestern unsere Qualifikationsläufe durchgeführt und wir werden jetzt nachher, denke ich mal, ab 9 Uhr dann starten mit den K.O.-Runden. Ja, ist immer ein bisschen schwierig. In Amerika, sage ich jetzt mal, ist das ein Thema, was gang und gäbe ist. In Deutschland ist es noch relativ frisch und neu. Wir haben es letztes Jahr mit Race 1000 hier das erste Mal gestartet mit Roll Race. Unser 991 steht schon vorne. Der Silver Bullet darf noch stehen bleiben. Er hat einen Byrun in der Unlimited-Klasse. Das wird die letzte Klasse sein, die heute an den Start geht. Wir haben einen gewissen Abschnitt, eine Strecke, die ist hier ca. 150 Meter. In diesem Bereich hat die linke Bahn und die rechte Bahn die Möglichkeit, auf 100 km/h zu beschleunigen. Und vorne, wo die Lichtschranke ist, sollten im besten Fall beide Autos parallel nebeneinander sein und mit 100 durchfahren. Gelbe Flagge und dann 457 Meter Vollgas, alles was geht. Und wer erster durchs Ziel ist, der hat gewonnen. Und jetzt gehen wir mal vor und schauen, was die anderen noch so dabei haben. Wir stehen hier gerade vor Motorrad, was eigentlich äußerst selten vorkommt beim Race 1000. Das ist ein ganz anderes Level. Tatsächlich wurde eigentlich der ganze Motor umgebaut, komplett alles. Leistung haben wir 500, also der Turbolader schafft bis 600, 500 haben wir gerade drauf. 500 PS im Motorrad. Genau. Ja. Und ja, wir haben jetzt letztes Jahr bei der halben Meile haben wir 330 Stundenkilometer geschafft, aber nur mit dem fünften Gang. Jetzt kam die lange Schwinge dazu und jetzt haben wir leider Traktionsprobleme und das passen wir gerade an. Gestern hat er beim Royal Race haben wir an der Hinterachse 365 Stundenkilometer gehabt und vorne 280. Für die Zuschauer noch mal ganz kurz, weil du hast es beiläufig erwähnt, die lange Schwinge. Ja. Die Schwinge, die ist ja dafür da, ne, dass du den Bodenkontakt mit beiden Rädern hältst. Richtig, das ist immer so, kurze Schwinge, hast du Willi-Probleme, ja. Lange Schwinge, Traktionsprobleme und ja. Wir müssen jetzt genau das in der Mitte anpassen, dass wir nichts von beiden haben. Das Ziel heute, Halbmeile? Also ich werde mit letztes Jahr, wenn ich das vergleiche, jetzt will ich die 360 schaffen. Ja? Was könnte das Motorrad? Wenn wir mehr Meter hätten, ja? Locker. 380, 390. Echt? Ja. Total krank, meinen höchsten Respekt. Viel Spaß. Danke. Und gute Fahrt. Gell? Race 1000 sind wir schon seit 2018 das erste Mal. 2018, 2019, ja. Dadurch hat sich das Silver Bullet ja auch so auf den Races eigentlich einen Namen gemacht. Ne? Das Auto ist eigentlich seither optisch unverändert. Wir sind, glaube ich, seit Tag 1 in Standard-Silber mit roten Felgen gefahren und das war einfach so das, was bei den Leuten hängen geblieben ist. Das Auto wird unverändert bleiben in der Optik, auch wenn wir vielleicht irgendwann noch mal Hand anlegen am Fahrzeug. Aber das Setup ist ja jetzt eigentlich nahezu seit 2 Jahren unberührt und zeigt einfach auch die Qualität, die in diesem Kit steckt. Und ja, werden wir mal schauen, was heute geht. Ja, geht's darum, komm weiter. Der Patrick im 991 hat auf der rechten Bahn gegen den Golf gewonnen. Der war sehr, sehr gut im Futter. Geil. Zum Thema Silver Bullet, Byrun, was heißt das Ganze? Das heißt, ich habe keinen aktiven Gegner in meinem Run. Das heißt, ich fahre alleine eigentlich und habe niemanden links oder rechts neben mir.
Muss aber trotzdem gesund abliefern, weil damit geht es dann auch wieder in die nächste Runde. Und je schlechter meine Geschwindigkeit, meine Zeit ist, dann muss ich mich hinten einreihen. Ne? Deswegen gibt es immer wieder mal diese Byruns, wo man dann alleine fährt. Wir laufen zurück zum Stand, weil ich muss mich fertig machen, muss Rennanzug anziehen. Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht über 300 km/h fahren, brauchen auch noch eine zusätzliche Sicherheitszelle drin. Die haben wir jetzt hier bei uns nicht benötigt, weil wir haben Serie über 300 km/h am Schein stehen, haben aber auch einen Überrollbügel drin. Von dem her, Sicherheitsvorkehrung muss sein, ganz, ganz wichtig. Es gab schon viele schlimme Unfälle die letzten Jahre und ja, deswegen hat das alles seine Daseinsberechtigung und muss einfach sein und ich ziehe mich jetzt um. Wir wurden am Wochenende jetzt schon öfters gefragt, hey, warum klebt ihr denn euren Silver Bullet immer so ab, wenn man dann in Richtung 340, 350 und so weiter unterwegs ist. Es ist natürlich wichtig, dass man gewisse Sachen abklebt, weil so Türen, die ziehen sich gerne mal nach außen. Und natürlich, weil der Silver Bullet halt damals mit Schiebedach ausgeliefert wurde, hat man auch hier wieder das Problem, dass sich das ab 300-320 km/h extrem rausziehen würde, dieses Schiebedach. Vorne dient eigentlich nur auch für die Haube, dass die sich nicht rauszieht und wir zusätzliche Windverwirbelungen vermeiden einfach. Ich bin auf jeden Fall motiviert für Halfmile. Warum? Er hat abgeliefert. Wir sind erster Platz geworden. Kleines Problem, kann man so sagen. Das Auto hat nicht selber von vierten, fünften Gang geschaltet, konnte dann relativ schnell reagieren. Und so konnten wir uns den ersten Platz sichern im Road Race und sind einfach mega happy. Und wir laufen mit euch jetzt mal eine kleine Runde und zeigen euch, was sonst noch so für Autos am Start sind. Hier muss man auf jeden Fall stehen bleiben, weil das ist mit Abstand eins der schönsten Autos hier. McLaren 765 LT, wunderschön und auch ultra schnell. Der Mutlu, der Fahrer von dem Auto, liefert hier auch jedes Mal ab aufs Neue. War ein reiner Heckantrieb, aber Wahnsinn, wirklich, muss ich sagen. Gefällt mir nicht nur gut, das Auto, sondern performancetechnisch mega geil. Ja, wir schauen hier gerade mal so uns die ganzen Autos an. Da dürfen wir bei dir natürlich nicht vorbeigehen. Nachdem du mir eine gegeben hast. Ja, vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen was erzählen zu deinen Autos, was du hier gemacht hast, wie viel Leistung am Start ist heute. Supra, Motor kann 1500 PS. Traktion ist immer das Problem. Wir starten jetzt mit 1100 PS. Also im ersten Gang 700 PS, zweite Gang 800, dann im fünften Gang irgendwann die 1200. Ich würde gerne natürlich die 333 knacken, aber das wird nicht möglich sein hier. Also würde sozusagen ein bisschen testen, Spaß haben. Also ich habe ja jetzt schon Höhensensoren seit 3 Jahren dran und wir probieren sozusagen das Auto schon für diese Platten umzubauen. Jetzt sind wir gerade auf Fahrwerk hart, Räder weich. Davor waren wir immer auf Fahrwerk weich und Räder hatten wir so eine Rundstreckenslicks dran. Das hat bis jetzt am besten funktioniert. Heute probieren wir noch mal was anderes. Ja, es ist halt gefährlich, wenn es über 250 anfängt zu drehen und das Auto halt wegschiebt. Und absolut. Ich einen Spurwechsel mache, ja. Deswegen auch Schirm hinten dran. Also die Strecke ist immer ein bisschen mit, also Adrenalin ist immer sehr hoch, ja. Sehr, sehr hoch. Stimmt. Die ist wellig. Das heißt, wenn ich im fünften Gang irgendwie Leistung rausgebe und die Welle treffe ungünstig, dann will er auch weg. Mhm. Das heißt dann mit 300 in die Wand einknallen, ist dann auch nicht so schön. Also Hecktriebler ist schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Hast du deinen Schirm schon mal gebraucht? Ja. Ja? Also gerade letztes Jahr, die letzten 2 TTT-Läufe, da war es tagsüber auch so sonnig, 15, 16 Grad, Beton war gut, da hatte ich noch Probleme, hab die gefunden. So, dann hat es geregnet, aufgehört, getrocknet und dann war es halt kalt. Ja, Slicks, irgendwie 10 Grad, glatte Slicks. Ja, im fünften Gang kann dieses Auto 340 fahren, ich mache den fünften rein und auf einmal merke ich, wie mein Arsch mich überholt. Ja. Das weiß ich, okay, über 300, das ist nicht schön. Und ich habe schon die Leitplanke gesehen, habe dann Schirm gezogen und der Schirm zieht das Auto so schön gerade. Ja, ja. Und lauf danach, also ich wusste, okay, da oben stimmt irgendwas nicht. Und lauf danach war ich schon bereit, da habe ich schon Hand am Schirm gehabt. Und auch im vierten kam er dann quer, das sind so 250. Dann mit der Hoffnung wieder, wie vorhin hier, 5 reingemacht, damit er tiefer anfängt und vielleicht nicht dreht. Ja. Naja, und dann halt bei Drehzahl X, wo Ladedruck kommt, zack, war ich wieder bei 300, Schirm gezogen. Feierabend. Das Auto müsste auf einer geklebten Strecke fahren, aber wer klebt 800 Meter? Können wir uns noch kurz dein weißes Schmuckstück hier anschauen, was du da gemacht hast? Ja, Gallardo, 5 Liter, Twin Turbo, 2x GTX 35 dran, fährt mit 102. Ja. Wir haben gemessen knapp 1000 PS. Wenn er kalt ist, schafft er die 1000, wenn er warm ist, sind es so 79, 89. Getriebe haben wir umgebaut, da ist sonst diese Modelle 2004 bis 2006 sind bekannt, dass die Kupplungs killen, weil der erste Gang so lang ist. Krasse beim Gallardo, das Auto ist ja eigentlich hundealt. Ja. Aber der sieht
immer noch modern aus. Ist halt zeitlos, finde ich, auch vom Design. Ja, ja, also merke ich immer wieder auf so Treffen, da stehen dann auch mal R8s oder wie heißen die anderen? Huracan. Mhm. Komischerweise kommt die Traube immer um ihn herum. Jalle, ich sage vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich wünsche dir heute viel Glück, ja. Spaß. Viel Traktion. Ja? Und viel Traktion, genau, viel Traktion. Alles andere passt. Alles klar. Bis dann, ciao. Es war gerade Mittagspause, es geht jetzt direkt wieder los. Wir haben heute Vormittag einen Run gemacht mit unserem 997. Wir sind 334 km/h gefahren, gibt jetzt aktuell noch niemanden in der Region. Wir sind gespannt, ob da vielleicht der ein oder andere noch ums Eck kommt, der in der Region 330 plus unterwegs ist. Während der Betrieb jetzt hier wieder läuft, machen wir uns nochmal auf den Weg zum Partner von uns. Wagner Tuning ist da, werden wir nochmal kurz sprechen und anschauen und wer sonst auch so da ist. Wir sind jetzt hier bei Wagner Tuning am Stand und neben mir steht die Lea. Und wir haben gesagt, ja, wir machen hier mal kurz einen Zwischenstopp, weil ich fand, du hattest auch ein richtig schönes Auto oder hast ein richtig schönes Auto dabei. Ich habe eine Toyota Supra MK5 mit dem B58 Motor drin. Ich sag mal so, die Motoren sind halt total beliebt gerade, ja, weil man halt auch merkt, okay gut, man kann halt doch recht viel Leistung halt rausholen letztendlich, ne? Über die Wintermonate halt sehr, sehr viel. Wir haben Käfig eingebaut, halt Sicherheitsmaßnahmen, haben wir sehr, sehr viel verstärkt definitiv, halt Löschanlage und alles sowas dergleichen. Kompletten Käfig, alles komplett an die Karosse angeschweißt. Also da fühlt man sich auf jeden Fall schon sicher. Sehr, sehr sicher, ja. Leistung, habt ihr da auch nochmal so nachgelegt jetzt über den Winter? Ja, war geplant. Also die stärkste Map, die wir jetzt auch hatten, auf dem Rollenprüfstand, waren 900 PS tatsächlich. Und dann dachten wir uns auch schon, okay, ja gut. Jetzt heute hatten wir halt, also gestern gerade auch beim Rollrace, hatten wir ein paar technische Probleme mit dem Getriebe, ein bisschen was. Das kommt jetzt da nochmal mit. Und ja, aber ich konnte mich trotzdem erstmal, es war meine erste Fahrt, also gestern mit dem Käfig letztendlich. Und gerade auch mit dem ganzen 6-Punkt-Gore drin und so, da dachten wir uns schon so, okay, cool. Jetzt das Wochenende, was jetzt kommt, da ist nochmal Viertelmeile angesagt. Also Vollslicks haben wir halt auch schon bestellt. Ist auch, liegt auch alles schon bei uns in der Firma. Wo seid ihr da, Viertelmeile? In Eichstätt ist das. Das ist Horizon Track Days. Genau, da bin ich mal gespannt, was die da so bringt. Ich sag mal so halbe Meile, da kann man doch mal Traktion halt rausholen. Jetzt sind wir natürlich weit, weit weg von der Serienleistung. Ja. Ne? Was habt ihr denn jetzt gemacht? Also ich denke, Wagner Ladeluftkühler ist... Ja klar, unser Evo 1 Ansaugbrücke ist drin mit integrierten Ladeluftkühler. Dann haben wir noch einen anderen Lader drauf, und zwar ein G... Weiß ich gerade gar nicht, also von Gerrit auf jeden Fall. Ich glaube, ein G35 1050er ist da drin. Haben halt einen anderen Motor schon, wie gesagt, drin mit 6-Port. Haben halt noch unsere Wassermethanol-Einspritzung. Also, volles schon wie gesagt, verstärktes Pleuel von IPR, unsere Stehbolzen logischerweise von ProSeries sind drin. Also ja, das merkt man auf jeden Fall schon, einen Unterschied zwischen dem Originalmotor. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Glück beim nächsten Run. Dankeschön. Ne, fürs nächste Event. Und, Dankeschön, euch ebenfalls. Gute Zeit, gell? Bis dann. Zeit. Ciao. Danke. Ja, bei dem roten Schmuckstück, was hier gerade eben weggefahren ist, handelt es sich natürlich um ein reines Rennfahrzeug jenseits von 2000 PS. Also ich habe mir sagen lassen, die wollten 2400 PS am Start haben. Gibt jetzt noch Kupplungsgetriebeprobleme. Passiert haben wir auch immer wieder mal in allen Hinsichten. Aber wer Interesse hat an einem R8 Biturbo-Kit für die Straße mit Zulassung, ist bei uns da auch ganz richtig. Mit RS Engineers und B-Tuning zusammen haben wir einen 850 PS Kit für den R8, und wer da Bock hat, Interesse hat, gerne anrufen, E-Mail schreiben, der Melis oder ich, wir sind für euch da und können euch dazu beraten. Wir werden jetzt wieder Richtung LCE-Stand zurückgehen, werden wahrscheinlich nochmal einen Lauf machen mit dem Silver Bullet. Ich habe jetzt gerade eben gesehen, der Danny Wimmer hat sich schon eingereiht mit dem Zweier Golf. Ich bin gespannt, was da passiert, und ja, wahrscheinlich werden wir das Auto nochmal rausholen müssen. Klingt auf jeden Fall heftig. Ja, gab es mehr Aussetzer leider. Ja, Ebene 316. Hallo, einen wunderschönen guten Abend hier aus Markdorf. Wir sind zurück. Leider konnten wir unser Video in Neu-Hartenberg nicht zu Ende drehen. Warum das Ganze? Wir hatten ein ziemliches Unwetter am Sonntagnachmittag und mussten dann alles schnell einpacken. Ja, die Veranstalter vom Racer 1000 mussten auch gucken, dass die ganzen Messinstrumente nicht nass werden und so weiter. Deswegen hatten wir bis heute Morgen noch gar keine Infos zu unseren Daten. Wir haben am Samstag mit dem Silver Bullet im Bereich Roll Race Unlimited den Sieg geholt. Wir sind erster Platz geworden, sind wir mega stolz drauf. Ja, Sonntag ging es dann weiter, Halfmile.
hat schön begonnen. Wir hatten super schönes Wetter, hatten eine Geschwindigkeit von 334 km/h am Ziel nach der halben Meile. Wir hatten hier jetzt ein kleines technisches Problem im Bereich vom Gaspedal. Demnach sind wir da nicht mit Vollgas durchs Ziel, sondern es waren dann wohl nur noch maximal 90% Gaspedalstellung, die er erkannt hat. Ja, so viel dazu zum Silver Bullet. Philipp. Weißt du, was richtig krass war? Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt. Ja. Wir sind ja 334 gefahren. Ja. Der zweite Platz, 216 Golf 2 vom Wimmer, wenn ich mich nicht irre. 316, ja. Mhm. Und Platz 3, inoffiziell, weil außerhalb der Wertung, mit 314 km/h die ja. Hayabusa. Genau, also die haben wir ja auch mit drin im Video, die Hayabusa, also da nochmal Chapeau. Der hat ja bis ins Ziel auch bei der halben Meile Wheelspin gehabt. Jetzt gehen wir rüber zum 991, der auch mit dabei war und los geht's. So, da sind wir vor unserem schönen 991, unser ältestes Fahrzeug bei LCE. Wir fahren es nicht auf dem Trailer hin, wir fahren auf der Straße dorthin. Für mich einfach ideal, selbst auch die Schalensitze da drin. Jetzt, wir hatten knappe 800 Kilometer Heimweg, super komfortabel. Ich kann das Auto wirklich im Alltag bewegen und wenn es drauf ankommt, dann fahre ich am Samstag im Roll Race hier locker flockig auch mit, habe da Spaß und am Sonntag haben wir im halbe Meile Bereich sogar in der Klasse 3 noch einen Pokal geholt. Also Porsche, LCE, 991 und 997 haben abgeliefert. Wir sind zufrieden. Und jetzt gehen wir mal zu den Autos über, die das nächste Mal wieder dabei sein sollen. Und da haben wir hier gerade zwei Plätze weiter genau das richtige Auto stehen. Und zwar unseren BMW M3. Wir müssen dazu sagen, BMW war stark vertreten. Ne? Also wir waren mit Porsche, glaube ich, absolut in der Unterzahl. Also Race 1000 war BMW dominant, fand ich. Wir sind gerade dabei, TÜV-Stufen zu machen und werden in Zukunft auch mit diesem Fahrzeug beim Race 1000, SCC und so weiter teilnehmen. Wir wollen natürlich für unsere Kunden und Interessenten das Thema TÜV immer forcieren und demnach werden wir hier dann irgendwo eine schöne Stufe 2 und 3 applizieren. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, gerade zu den Leistungsstufen, die jetzt dann kommen mit TÜV, gerne schreiben, anrufen, dann kriegt ihr die ganzen Infos von uns. Und ja, damit sind wir noch nicht am Schluss unserer Fahrzeuge, die das nächste Mal mitgehen. Wir gehen jetzt noch mal rein und dann zeige ich euch das letzte Fahrzeug im Bunde. Weil unser Silver Bullet wird natürlich irgendwann auch mal abgelöst werden. Wir könnten da ein ES2000-Kit reinbauen und so weiter. Aber wir wollen ja auch was für unsere neuen Kunden, die heute 992 kaufen und fahren, anbieten. Und da wollen wir natürlich auch so ein bisschen die Benchmark sein in dem Bereich 992. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall noch mal eine Schippe nachlegen. Und ja, wir werden den Motor jetzt in den nächsten 2-3 Wochen hoffentlich wieder zurückkriegen. Und dann wird das Ganze eingebaut, frisch abgestimmt. Und dann sollten wir eigentlich 1500 PS haben. Grüße gehen raus an ES Motor. Ist natürlich unser Partner, wenn es um das Thema Porsche geht, das müsst ihr wissen, weil die Zusammenarbeit seit jeher besteht und das wirklich eine ganz, ganz tolle Partnerschaft ist, die wir hier haben. Und wie ihr auch seht, funktioniert das vom ES700 aus dem 991 bis hin zu so einem ES1200, 1400, was wir alles schon verbaut haben und wird auch bei diesem 1500er Kit funktionieren. Deswegen, wir sind sehr, sehr stolz, Partner von ES Motor zu sein. Bin ich eigentlich der emotionalste Moment auf dem Race 1000? Oh ja, den werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Das war wirklich herzzerreißend fast schon, dass ja, ein kleines Mädel zu uns kam. Ich war gerade nicht bei uns am Stand und der Kollege hat mich dann hergerufen und sagt, du Steven, du musst an den Stand kommen. Da ist ein Fan. Und ich so, okay, alles klar. Und dann komme ich da hin und dann steht dieses kleine, süße Mädchen da und sagt halt, dass sie ein Fan von uns ist und dass sie letztes Jahr schon da war und hat ein Bild gemacht vom Auto, vom Silver Bullet und möchte da gerne jetzt eine Unterschrift drauf haben von uns und ein Bild mit uns nochmal zusammen machen. Und das war wirklich herzzerreißend. Das haben wir natürlich gerne gemacht und Grüße gehen auch raus. Ja, das fand ich schon echt mega, mega toll. Und auch an der Stelle nochmal, ich habe es hin und wieder mal erwähnt, aber wir sind wirklich überwältigt gewesen von den positiven Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Während dem Race 1000, Samstag wie Sonntag, sind die Leute zu uns gekommen, haben uns angesprochen, uns in allen Hinsichten immer ihr Lob ausgesprochen, dass wir tolle Autos bauen, tolle Kids haben, einen super Content machen. Ne? Philipp, also muss man auch mal in deine Richtung aussprechen.
Und dafür möchte ich mich im Namen von LCE auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Das freut uns riesig, dass ihr da so hinter uns steht und uns supportet. Ja, da bauen wir natürlich auf und freuen uns, dass da noch mehr dazukommen. Es waren aber wirklich überdurchschnittlich viele da bei uns am Stand und das hat uns alle sehr, sehr gefreut. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Als Frage auch auf dem Race, ob wir nicht mal sowas hier mitbringen. Wir hatten sowas schon mal, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Philipp, aber in 2017, 2018, damals noch in Magdeburg, ist man mit dem Turbomonster mal angetreten und ist auch mitgefahren. Ging auch super viral damals. Ich glaube, dass das irgendwann mal wieder an der Zeit wäre, dass wir so ein Auto mitnehmen. Das wäre schon mal was. Ne? Wir haben ja heute erst drüber geredet, das Auto ist hier heute Mittag reingefahren und der Philipp sagt so, boah, das Auto hört sich so geil an. Und ich sage, ja, dem muss ich einfach nur zustimmen, weil es ist einfach mega. Das ist einfach krank, ja, was da rauskommt an Ton. In diesem Sinne, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Fahrzeugen, zu unseren Kids, schreibt, kommentiert, ruft uns an und lasst uns ein Like da. Vielen, vielen Dank nochmal und euch einen schönen Abend. Ciao.